Wir haben immer noch Februar. Wasser wird jetzt warm. Wir haben jetzt schon fast 6 Grad. Heißt, heute werde ich nochmal auf Deadbeat probieren, weil bald wird das Wasser wahrscheinlich noch wärmer und dann fangen wir wieder an mit Hard- und mit Softbaits. Und dann schauen wir mal einfach, was so heute passiert und ich nehme euch mit. Mein Ruf ist im Eimer. So Leute, Zigarette angesteckt, gucken wir nochmal oben im mittleren Bereich. Da hatten wir letztes Mal auch Fisch gehabt, vom Wind her sollte es passen. Und ansonsten fahren wir unten in eine Ecke rein, da weiß ich, dass die Fische da sind. Kleben noch alle am Grund. Hier haben wir einen Schwarm, da ist ein Schwarm. Hier haben wir gerade einen Übergang, da ist ein Berg. Da geht es langsam flach zu. Wie gesagt, haben jetzt schon fast 6 Grad Wassertemperatur. Jetzt gehen daher die Fische langsam an die Laichgebiete ran. Und sobald die an die Laichgebiete rangehen, machen wir auch nicht mehr mit Köderfisch. Das machen wir wirklich nur im Winter. Weil es halt, wenn du alleine wirfst im Freiwasser, hast du keinen Bock drauf, den ganzen Tag auf diesen einen Biss zu warten, so schön geschilltes Angeln. Und wie gesagt, wir schauen jetzt mal, wo die Fische sind. 2-3 Kanten absuchen und dann setzen wir uns hin und dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht noch heute einen schönen Fisch fangen. Hier sehen wir die Fische, aber sehr tief, 21,5 Meter. Jetzt suchen wir mal die Kanten ab und gucken mal, ob wir auch aktive Schwärme finden, wo ein bisschen Leben drin ist, weil hier seht ihr, ist alles gepresst. Weil da, wo die Schwärme sind, sind eigentlich auch die Räuber. Dann machen wir jetzt mal die Ruten scharf. Hinter uns war eine leichte Fischanzeige, viel war noch nicht. Gucken wir mal, wie lange der Wind uns hier stehen lässt. Nicht, weil der Motor das nicht hält, aber irgendwann baut sich die Strömung halt hier so doll auf, dass es nichts mehr bringt. Seht ihr auch schon hier an die Verwirbelung. Sieht man nicht hier drinnen. Hier haben wir ein paar Fische links. Dann gucken wir einfach, was passiert. Und dann setzen wir wieder um später. Jetzt heißt es warten, 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 Freunde. Bockwurst und eine Bämme. Und einen schwarzen Kaffee, so wie meine Seele. Du weißt ja, wer viel arbeitet, muss auch viel essen. Energie, Energie, Energie! Die Post ist gerade runtergegangen. Kriegt mir Kotzen. Was ist denn das? Kescher ist bereit. Ja, Post ist gerade runtergegangen. Hat mir gerade neu ausgebracht. Wir haben auf Tuchfühlung. Müssen wir gucken, wo der Fisch ist. Und dann können wir nur hoffen, dass er ihn richtig nimmt, ne? Lassen wir uns mal überraschen. Hier runter. Jetzt nimmt er. Komm mal. Lass ihn mal ab mit dem Finger, damit er nicht so lose ins Wasser fällt. Jetzt marschiert er ab. Guck mal. Leute, das ist immer der spannendste Moment. Nimmt er ihn richtig oder nicht? Ich werde auch nicht mehr lange warten, weil wir wollen ja nicht den Fisch verletzen, wir wollen ihn wieder reinsetzen. Der fühlt sich gut an. Das könnte ein guter sein. Der fühlt sich gut an. Da kommt er. Oh, schöner, guck mal. Was für ein schöner. So. Jo! Leute, es hat geklappt. Gerade ein paar Meter umgesetzt, weil die so blöd getrieben sind. Neu reingelassen. Habt ihr gesehen, wollte gerade Frühstück machen. Apropos Frühstück. Mein Kaffee. Ja, mal wieder runterkommen. Jedes Mal der Adrenalinschub, du weißt nicht, was es ist. Aber das ist schöner, der ist gut 90. Schöner Fisch.
voll mit Adrenalin, das ist unglaublich, ne? Guck mal, Leute, hier seht ihr den Drilling, hängt nur ganz leicht. Einmal tack. Das ist halt das Schöne, ohne Widerhaken ist der Haken ganz schnell raus. So, die Schnur rausmachen. Da schwimmt er. Jetzt aus der Hand gerutscht. Aber trotz alledem, man kann machen, was man will. Man kann Kunst angeln oder sonst was. Für mich mit einer der schönsten Angeleien. Einfach in der Natur Seeadler schon gesehen. Warten, ein bisschen abschillen. Und mit Glück fängt man auch einen Fisch, auch wenn es schwierig ist. Aber einfach kann jeder. Und deshalb machen wir weiter. Schaka! So Leute, Rute reinbringen, bisschen beeilen, warum? Wir haben Beißfenster, erst geht gar nichts, habt ihr gerade gesehen, haben gerade jetzt nur reingeworfen gehabt und schon den nächsten Biss, das ist ein Beißfenster, sollen wir was für den Leuten sagen, man muss Geduld haben, warten, wenn die Fische nicht aktiv sind, beißen sie nicht und jetzt warte ich drauf, dass er Schnur nimmt. Erstmal gehe ich ein bisschen auf Tuchspülung. Weil die war relativ weit weg abgetrieben. Wir wissen noch nicht, wo er hingeht. Ach, Leute, der kommt hier runter. Wenn er auf dem Boot zukommt, ist immer ein bisschen blöd. Wenn ihr jetzt auf Tuchspülung habt, kriegt er auch einen. Habt ihr gesehen, ich warte nicht lange. Ich will, dass der Drilling in der Regel immer vorne im Maul bleibt. Ein bisschen aufmachen, dann hoffen, dass er dran bleibt. Man kann wirklich nicht sagen, wie groß es ist, vom Gefühl her. Er steht unten. Dachte ich eben auch schon, Bayern, schöne Hecht. Gute 90 cm. Bin ich mal gespannt. Aber wirklich eine Stunde gewartet, gar nichts passiert. Und dann die beiden Bisse innerhalb von 5 Minuten. Und viele Leute gucken dann angeln. Und dann gleich, beißt nichts, wieder weiter. Scheißegal, Leute. Wichtig ist immer, rechtzeitig einen Anschlag zu setzen. Wir machen weiter. Anderthalb, so. Jetzt die beiden Bisse nacheinander. Aufessen, haben ein Beißfenster, wenn wir Glück haben, kommt noch ein Biss. Und wenn nicht, dann warten wir auf den nächsten. Aber für mich ist der Tag gelaufen. Ich habe alles richtig gemacht. Jetzt hätten wir nicht die Bisse gehabt. Und hatte ich ja vorhin schon gesagt, beim Drill, viele Leute haben das Problem, die angeln. Wenn ich weiß, die Fische sind da. Kann man auch Geduld haben, die Stelle ausangeln. Das ist für mich eigentlich das, was Angeln ausmacht. Vorne der Seeadler hier lang, die Kraniche schreien auf den Acker. Mir geht nicht. Und es geht ja keiner auf den Sack. Ja Leute, jetzt war ein Weilchen Ruhe. Bisschen abgeschillt, werde gleich die Ruten reinnehmen. Nochmal schauen, ob wir noch ein paar andere Fischschwärme finden. Wie gesagt, war ein Beißfenster. Beide bis innerhalb von 5 Minuten, ansonsten gar nichts. Gehört halt dazu. Aber abgerechnet wird zum Schluss. Hauen wir ordentlich rein im Phrasenschwein. Guck mal, wir haben jetzt fast 6 Grad Wassertemperatur. 6 Grad, 5,6. Ja. Vertrau mir! Ich habe schon die Klimaerwärmung mit eingearbeitet.
werden es mal einfach hier probieren. Das ist ein schöner Schwarm. Aber nur einzeln. Da sind echt dazu Kante dran. Fische sind da. So Leute, jetzt zeige ich immer, wie ich so einen Fisch präpariere. Betäubt habe ich ihn schon. Gehe ich hier rein mit dem Messer. Herzstich, kennt ihr alle. Oder wie man das so sagt. Kann ruhig ein bisschen robuster sein, macht nichts. Dann gehe ich hier rein, schneide ihn kurz an. Gehe einmal nach vorne. Gibt es ein bisschen mehr Aroma. So. Jetzt haben wir hier hinten die Schwimmblase. Das ist immer das Problem, die zu erwischen. Ist auch nicht das optimale Messer dafür. Aber gucken wir gleich. So, jetzt haben wir hier ein bisschen offen, kommt ein bisschen auch raus. Die Pose, ganz normale Durchlaufpose. Die hat jetzt hier 35 Gramm. Hier habe ich ein 30 Gramm Blei, habe noch etwas abgenommen, nochmal 5 Gramm weniger. Guten Drilling, Widerhaken sind angedrückt, ist ja bei uns Vorschrift, stört aber auch nicht viel. Und jetzt hänge ich mal einmal den Fisch rein, gucke, ob er auch runter geht. Ansonsten muss ich mal die Schwimmblase nachbearbeiten. So, gucken wir mal. Ich gucke jetzt, ob der auftreibt oder nicht. So, außer wenn er noch ein bisschen auftreibt, kann sein, dass die Luftblase noch nicht ganz durch ist. Das ist ganz wichtig, die Luftblase muss kaputt sein. Stellt er sich hin, schwebt, wir haben ja hier Welle und dadurch hat er immer eine leichte Bewegung. Eine leichte Bewegung sollte er haben. Das ist ja so wie in Holland, da kannst du anders angeln. Grachten, Kanäle und so, wo du Strömung hast. Hier haben wir keine Strömung und wir bieten den Fisch hier auch nicht auf den Grund an, sondern im Mittelwasser. Wir haben jetzt hier 18 Meter und die Pose ist eingestellt auf 10 Meter. So. Aber die Mühe sollte man sich schon machen, er soll ja gerade stehen. Ne? So, und jetzt bringen wir ihn nach draußen und hoffen denn, dass wir vielleicht noch einen überlistet bekommen. Fertig. Und jetzt heißt es warten. Wie gesagt, heutzutage, das ist ja auch vielleicht ein Generationskonflikt. Der eine macht halt wirklich diese Hammertechnik. Ich nutze ja diese Technik auch. Geht ja gar nicht darum. Aber für mich ist halt noch immer das Angeln im Fokus. Gerade wenn ich privat angel, fragen auch immer viele Gäste, was ist der Unterschied zwischen Guiding, warum angelst du privat? Privat angel ich. Ich habe keinen Druck, ich brauche mir keinen Stress machen. Ich fahre hier raus, genieße einfach nur. Adler gesehen, Kraniche gesehen, hatten wir vorhin auch schon das Thema Enten. Hab jetzt Ruhe, gerade im Winter auf dem Wasser. Wenn ein Fisch kommt, ist es schön. Wenn nicht, ich kann damit leben. Ich habe genug Fische in meinem Leben gefangen. Und der Unterschied ist halt zu denen, die auf Technik stehen, die wirklich den ganzen Tag nur sitzen, gucken, gucken, gucken. Hier seht ihr auch, wir haben Echolot gar nicht angehabt. Fische sind da, ist aber alles auf dem Grund. Einfach Fische suchen, Ruhe bewahren. Wenn die Fische da sind, die Räuber sind da, wo die Fische sind. Wenn keine Fische hier wären, wären auch nicht die Räuber da. Weil die Brocken müssen ja noch ab und zu mal fressen. Weniger jetzt schon, weil wie gesagt, jetzt gehen sie langsam im Laichmodus rein. Dauert aber noch ein paar Wochen. Aber wie gesagt, die nehmen nur noch die Energie auf, die sie brauchen. Im November, Dezember haben wir eine ganz andere Angelei wie im Februar. Aber es macht trotzdem unwahrscheinlich Spaß. Und gerade so wie heute, heute ist es wirklich relativ warm. Wir haben 8 Grad, haben etwas ruppigen Wind. Merkt man hier nicht so, wir sind im geschützten Bereich. Aber das haben wir schon jetzt seit November so gut wie jeden Tag. Volle Pulle Wind. Macht draußen keinen Spaß, deswegen sitzen wir hier. Wichtig ist immer, wo ihr drauf achten müsst beim Deadbait-Angeln. Wirklich, wenn ihr mit Pose angelt, dass ihr immer diese Wellen habt. Die Wellen sind immer wichtig. Und ansonsten heißt es warten. Und schauen wir mal, ob noch einer geht. Geben wir die Fliege auf den Sack. Jeden Tag. Macht das Angeln auch keinen Spaß mehr, weil diese Ruhe weg ist.
Aber da sagt keiner was wegen der CO2-Bilanz. Aber bei mir meckern, weil ich einen Diesel fahre. Immer beim Bootfahren Hand am Lenkrad. Hand am Lenkrad, ganz bitte. Sonst läuft das Boot nicht gerade auf. So Leute, Wind hat aufgefrischt, Flieger sind da, viel zu laut zum Angeln, kein Bock mehr. Kein Bock mehr kann man nicht sagen. Haben jetzt 15 Uhr, fahren jetzt rein. Und habt auch mal gesehen, wir fangen nicht jeden Tag große Fische, muss man auch gar nicht. Ich meine, was heißt groß? Groß ist relativ, der Hecht hat über 90 cm. Und auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr ein Like da lasst. Schreibt mal ruhig in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen zu dieser Angelei habt. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.